So, und damit Servus und herzlich willkommen. Ich habe eine Anfrage von Aaron empfangen. Wenn Sie zum Schiff kommen, erzähle ich Ihnen davon. Mache ich sofort. Herzlich willkommen zur 15. Episode in der Tech-Bibliothek gespeichert. Ich habe eine Anfrage von Aaron empfangen. Ich habe zwischen dieser und sie der letzten einen Episode Spezialauftrag jetzt für sie. Buchstäblich hier. Über einen Monat Aufnahmepause. Das hat was damit zu tun, dass ich einfach ums Verrecken keine Zeit habe zurzeit. Ich bin ja in Elternzeit im Moment. Es ist heute der 2. August. Die letzte Aufnahme stammt, glaube ich, vom 28. Juni. Aber ich habe jetzt, also da meine Frau relativ viel arbeitet und auch auf Dienstreise war und so weiter, hatte ich einfach keine freien Computerabende mehr, weil an einem Computerabend, dem heutigen zum Beispiel, habe ich tatsächlich frei, also da kann ich tatsächlich was machen. Am anderen Computerabend, den ich mir leiste, ist meine Frau dann allerdings im Ballett, das heißt, ich muss auf die Kinder aufpassen und die schlafen im Moment extrem unruhig, das heißt, ich habe keine Zeit zum Aufnehmen, das geht nicht. Von daher, sorry, es kann ganz gut sein, dass ich den Beginn dieses Let's Plays dann doch weiter nach hinten schieben muss, als ich es ursprünglich geplant habe. Ich werde dazu dann vielleicht nochmal ein Video machen. Aber jetzt machen wir erstmal hier los, weil ich möchte dann doch so ein bisschen wissen, was gerade so läuft. Halt dich zurück. So. Okay, dann starten wir mal die Mission. Die ist sackschwer. Ich hasse sie wie die Pest. Aber ich hoffe, wir finden irgendwie einen gangbaren Weg dadurch. Hey du Arsch, ich hoffe es geht dir gut. Wir versuchen hier immer noch schlau aus der Sache zu werden. Hör mal zu, der Grund, warum ich dich kontaktiere, ist, weil ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Durch ein paar abgefangene Funksprüche habe ich herausgefunden, dass scheinbar ein paar Aasgeier die Gegend um Hoth nach zurückgelassener imperialer Technik durchsucht haben. In diesem Zusammenhang habe ich von einer Operation erfahren, die das Ziel hat, in der Nähe des Sylar-Nah-Systems einen beschädigten Aufklärungsdruiden zu kapern. Ich hoffte, du könntest mir helfen, ihn zu bergen. Die Sensoren und Systeme in dem Druiden würden uns wirklich helfen, die Viraxo im Auge zu behalten. Aaron hat uns die Koordinaten des Druiden übermittelt. Fliegt nach Verlassen des Hyperraums direkt dorthin. Die Aufnahme sollte eigentlich keine Probleme bereiten. Fliegen Sie nach Aufsammeln des Druiden durch den Zollstützpunkt in Tinun. Aaron erzählte, dass es da in letzter Zeit ziemlich hektisch ist. Vielleicht kontrollieren Sie dann unsere Fracht nicht allzu genau. Aaron wird beim Sephri-Asteroidenfeld auf uns warten. Dort wird die Übergabe stattfinden. Aaron hat uns die Koordinaten... Transporter entfernt sich. So, dann probieren wir das mal. Wie gesagt, die Mission ist wirklich sackschwer. Ich mag sie wirklich überhaupt nicht. Oh oh, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Ich sehe den Droiden auf meinen Sensoren. Die Sensoren zeigen an, dass wir durchleuchtet werden und auf uns gezielt wird. Ich nehme an, die wollen ihr Spielzeug nicht mit uns teilen. Na ja, schauen wir doch mal. Der koreanische Transporter versucht, uns Droiden zu gelangen.
Das ist aber gar nichts mehr. Schießen Sie sie an. Wow. Erstmal gewesen. Finde ich auch nett, dass sie sich dann auch gleich Aasgeier 1 bis 5 nennen. Wenn man damit ein Star Wars typisches Spiel wählen können, keine Ahnung, welche Person. Teil der Mission ist wirklich sehr einfach. Das war's für die Jäger. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wir müssen uns jetzt mit Ihrer Schwester treffen. Ja, das würde ich auch sagen, das Problem ist. Das wird nicht so einfach. Aber jetzt kommt nämlich der wirklich schwere Teil des Ganzen. Der Mission mag ich halt gar nicht. Da ist der Zollstützpunkt. Wir müssen hoffen, dass Sie sich den Droiden nicht so genau ansehen. Otana, schalten Sie Ihre Triebwerke ab und bereiten Sie sich auf eine Inspektion vor. Das ist tatsächlich das geringste Problem. Ich fliege deswegen in die falsche Richtung. Weil an der Stelle jetzt gibt es demnächst gleich einen Piratenüberfall. Die sind relativ fies, weil die mit Proton-Torpedos permanent auf mich zielen. Die Sensoren zeigen mehrere kleine Objekte an, die aus dem Überraum kommen. Sehen nach Piraten aus. Die halten auf die Frachtstation zu. Jetzt wäre die Gelegenheit günstig, um zu verschwinden. Nehmen Sie Kurs auf die Überraumboje. Das hätte ich ja auch gerne. Genau, hinter mir tauchen nämlich noch welche auf. Wir könnten uns ja den Weg freischieben. Ja, das könnten wir jetzt tun.
Wow. Diesmal könnte es geklappt haben. Schauen, dass wir auch tatsächlich hinkommen. Ja, wenn es nicht was hier mit der Plattform passiert, ist mir persönlich völlig egal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vermutlich kann man relativ proaktiv die Piraten auch bekämpfen. Das Problem ist halt, wenn die Sonde zerstört wird, die ich da bei mir rumtrage, dann ist das halt doof. Grüß dich, du Ass. Ich sehe, du hast es geschafft, in einem Stück hier anzukommen. Ja, aber auch keine Selbstverständlichkeit. Dass die Missionszeit bei 10 Minuten 33 gerade jetzt ist und bei mir in der Aufnahme bei 10 Minuten 11 gewesen war. Also da gibt es irgendwie eine leichte Divergenz. Ich bin mal sehr gespannt, was das bedeuten soll. Aber wir werden es erleben. So, jetzt müssen wir das ganze Ding bloß noch ausklinken. Das war, glaube ich, Shift R als Tastenkombination, sollte man im Kopf haben. Gar nicht so einfach. Wir müssen zurück zur Defiance. Beeilen Sie sich. Ja. War das richtig? Meldung von wichtiger Einheit. Sie haben mit dem Undock-Manöver begonnen. Wir haben es geschafft! Danke für deine Hilfe, Kleiner. So, Schild braucht man nicht mehr, können wir eigentlich öffnen. Naja, was soll's. So, fliegen wir mal zurück zur Defiance. Dann kann ich mich an der Stelle eigentlich ja schon mal fast fürs Zuschauen bedanken. Freut mich, dass ich etwas wieder Zeit hatte, X-Wing Alliance zu spielen. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Zieh die Kiste ein bisschen ab. So macht Spaß. Ich meine, viel Punkte gab es jetzt nicht. Man hätte mehr Piraten abknallen können, aber warum sollte ich? Melden Sie sich sofort im Besprechungsraum. Ja, mache ich auch. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur insgesamt 16. Episode wieder. Danke. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Der Beitritt zu den Rebellen bekommt ihr offensichtlich.
fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord!